Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Wir fahren jetzt mal rückwärts hier durch die Garage, damit das Auto hier wieder ganz ist. Sehr schön. So. Und jetzt machen wir uns an den Track Race. Kettenreaktion. Das hat nicht gereicht. Oh. Verdammt. Ach, das war doch klar. Jetzt wollte ich da einmal den Sprung nehmen, Mensch. Halt nicht. Das ganze Auto schon wieder Schrott, bevor wir überhaupt das Rennen angefangen haben. Muss wahrscheinlich eh nicht gewinnen werden. 340. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das soll gut gehen. Das sind ja 55 Punkte drüber, ey. Nein, das brauchen wir, glaube ich, nicht probieren. Dann brauchen wir doch erstmal einen Tuning-Shop. Den hätten wir hier. Der ist aber so weit weg. So ein Mist. Da ist nichts in der Nähe. Hm. Können wir alle höchstens auch erst zwei Sachen dazu machen. Hm. Naja. Müssen wir probieren, ne? Damit kommen wir auf 2,95, okay. Ja, wie ich denn mit Bremskraft, ey? Tempo, das brauchen wir, jawohl. Reden damit. So, und mit 300 gegen 340 können wir vielleicht hinkommen. Eintauschen können wir noch nicht, so bei. Moment, wir können ja mal gucken. Eintauschen. Jo. Genau, das ging doch schon mal gut. So. Da haben wir noch was. Ja. Und da haben wir noch was. Perfekt. So. So, jetzt können wir hier doch mal was Schönes machen. Moment, das wollte ich nicht. Wo können wir denn noch was gebrauchen? Turbo wäre vielleicht ganz gut. Da haben wir noch Stufe 11. Na jetzt. Mensch. Also brauchen wir hier den Turbo. Machen wir was Gescheites hier. Turbo 10, das ist doch nicht dein Ernst. Aber ein bisschen besser würde es werden. Höchstgeschwindigkeit hätten wir. Plus 3, Nitro-Stärke hätten wir mehr. Na denn. Ist das halt so. Aber wir können dann ja noch... Moment... Hier das da verkaufen. Ja. Dann mal 17,8. Das wird aber alles zu teuer sein. Ne? Ja. Naja, okay. Dann muss das jetzt reichen. So, wo ist jetzt nochmal das Rennen? Da oben. Was ist denn mit ihm hier los? Er fährt quer über die Straße. Glaub's nicht.
ich sag mal da. Bin auch gespannt, ob das klappt. Tyler, hast du einen Moment Zeit? Klar. Nee. Was gibt's? Ich wollte dich fragen, warum warst du 6 Monate verschwunden? Das weißt du doch. Der Gambler hatte... Komm schon, Tyler. Das ist doch Blödsinn. Ja. Deswegen lege ich jetzt auf. What? 2 Willis. Ja, gut. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber okay. Mehr Autos, mehr Kurven, mehr Hänge. Bleib dran. Oh, läuft doch. Geschafft. Sehr gut. Nächster Lauf. Na, das hat sich doch gelohnt, das Auto zu tunen. Der Sieg zum Greifen nah. Einwandfrei. Nehmt das, ihr Bastarde! Was er mit seinen Bastarden hat. Ja, was ein Glück. Ja, 30.000, die können wir gut gebrauchen. Bitte was Gescheites. Bisschen was, ne? Was kommt denn jetzt? Ha, was ist das denn jetzt? Von 4 Sekunden. Naja gut, es wird sich ja addieren alles. Ich weiß, wie gern du im Verkehr fährst, Tyler. Deshalb erwartet uns ein 4-spuriger Highway. Aha. Verdammte Axt, der schneller. Ich werd verrückt. Nein, nein, nein. Puh. Okay, hier müssen wir perfekt schalten, sonst wird es nichts. Nicht mehr dran denken. Hä? Was war das denn jetzt? Och Mann. Shit. Wieso hat er jetzt nicht beschleunigt? Zu früh geschaltet, hat er gesagt. So ein Schmarrn. Jetzt zählt, nur nicht verlieren. Ah, oh, falsch Taste gedrückt. Was ist denn jetzt? Ich werd verrückt. Das gibt's doch nicht. Machbar sein hier. Ich
Ich weiß, wie gern du im Verkehr fährst, Tyler. Deshalb erwartet uns ein vierspuriger Highway. Vor dem. Sehr gut. Alles klar, Tai. Du weißt, wie es geht. Das ist doch nicht dein Ernst. Mich zur Seite weg. Mensch, Skinner. Na dann, nächste Runde. Jedoch. Brillant. Jawohl. Eins noch. Okay, den einen Sieg noch. Lass mir vorbei. Das zahle ich dir heim. Dann können wir die Willi-Gesamtdauer noch mal schaffen. Ja, das passt. Hier geht es ja um Geld. Wenn ich die Willi-Gesamtdauer haben will, muss man noch ein Rennen machen. Okay, Tai, du musst nur gewinnen. Das Risiko muss man eingehen. Weiter so, Ty. Damit haben wir jetzt das Geld für die Wheelies. Ein Kinder. Und es war nebenbei noch die schnellste Zeit. Perfekt. Na, 13.3 sind schon wichtig. Mitte. Turbo, na endlich. Kettenreaktion. Missionserfolg. Nummer 3 von 5. Sehr schön. So, habt ihr wieder was zu bequatschen? Ein Crewmitglied erledigt. Ein Schritt näher am Outlaws Rush. Wieso sparst du uns nicht Zeit und gibst mir einfach einen Freifahrtschein? Tyler Morgan, ich verachte dich und deine kleinen Madenfreunde. Wenn ich könnte, würde ich euch auslöschen. Was hindert dich daran? Na los, Vassiljev. Komm doch einfach raus, wenn du so gefährlich bist. Oh, du willst Gefahren? Die kannst du haben. Triff dich in der östlichen Wüste mit uns. Da erwarte dich ein echtes Rennen. So, wir fahren jetzt mal zum Tuning-Shop. Pimpen die Karre noch mal ein bisschen auf. 290 schaffen wir nicht. Am besten will ich. So. Zack. Dann schauen wir mal. 315, okay. Scheint das mal am meisten zu bringen. 320.
Höchstgeschwindigkeit will ich jetzt eigentlich nicht einbüßen. Machen wir mal das. So, jetzt können wir hier bei Ausrüsten noch die anderen Sachen wieder verkaufen. Beziehungsweise eintauschen. Verkaufen wir. Mal gucken, was wir brauchen. Steuergerät. Ach Quatsch. Wo sehe ich das denn hier? Turbo. Auspuff wäre ganz cool, ne? Auspuff und Steuergerät. Okay, dann machen wir das so her. Das schaut gut aus. 3,28. Jawohl. So, und dann können wir noch ein wenig ausrüsten. Beziehungsweise kaufen. Was haben wir denn Schönes? 3,30 können wir machen. Ja, aber dann ist doch das viel besser als das andere. Nehmen wir das. So. Jetzt mal einen kurzen Sprung in die Garage. Und tunen die ganze Kiste noch ein bisschen optisch. Zack. Ach, wie langsam das immer lädt, die Grafik. Den haben wir. Drift. Was war denn jetzt Drag? Ach, den Lotus haben wir da. Gut. Also erstmal ein bisschen tiefer. Dann würde ich hinten, würde ich eher lassen, vorne ein bisschen schräger. Wird wahrscheinlich nichts bringen hier. Reine optische Sache. Dann schauen wir mal. Außer viel Geld kostet mich das nichts. Das mit dem M-Performance Grill. So, hier wäre schön gewesen, wenn wir mal ein bisschen halt rauszoomen können. Mensch. Vorteil ist natürlich, wenn das Auto länger ist, könnte ich auf einen Millimeter vielleicht eher ins Ziel kommen. Aber ob das das Spiel erkennt, ist wieder die zweite Frage. Also nehmen wir mal das. Mensch, da gibt es ja jede Menge. Den hier finde ich ganz cool. Jo, das nehmen wir. Noch ein paar Frontleitbleche drin. Wobei, Moment. Das macht die Optik ein bisschen kaputt, ne? Ja. Achso. Ja, dann machen wir doch die da. So, Frontkotflügel. Aha. M-like. Okay. Aber ganz ehrlich, für was zahle ich jetzt hier 200? Für zwei Nieten am Frontflügel und ein paar Streifen oder was? Na, also beim besten will ich. So, hier haben wir so eine Ecke drin. Jawohl.
das schaut blöd aus. Ja, dann nehmen wir doch die Ecke hier. So, Scheinwerfer. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Schließe 3 Speedtrip-Aktivität mit einer 2-Sterne-Wertung ab. Jo, das sollten wir vielleicht mal machen. Mhm. Nehmen wir auch das günstigere wieder. Schaut einfach besser aus. Na, und dann passt das alles schön zusammen. Wunderbar. Das wäre halt flüssig alles vom Übergang her. Aber das finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Na, die anderen 2 kommen nicht in Frage. Ja, nehmen wir halt das. Haben wir jetzt vorne eigentlich auch das gleiche? Frontleitbleche, Spoilerlippe, haben wir die. Schaut aber auch besser aus. Das ist das gleiche, okay. Das haben wir gemacht. Das ist das. Heckleuchten. Ja, lass mal. Ah, es wäre so schön, wenn man mal rauszoomen könnte, ne? Nee, das schaut schon besser aus. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir, ein Nummernschild. Das passt doch ganz gut. Machen wir das so. So. Kofferraumdeckel. Ah ja. Naja, also hier so Knuddeloptik möchte ich nicht. Ah, Spoiler können wir noch machen. Oh. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Also einerseits erhöht es ja den Anpressdruck, andererseits sind wir hier in einem Arcade-Spiel und ich glaube kaum, dass das was bringt. Ist nur die Frage, welchen nehmen wir jetzt? Der ist eigentlich zu hoch, der auch. Na, dann werden wir den da nehmen. Das schaut ja merkwürdig aus. Na, es geht nicht. Nimm mal den da. Okay. Soundsystem muss immer sein. Ach, fehlt Geld. Ja, super. Okay. Dann lassen wir das. Halb so wild. Schaut's eigentlich mit dem Motor aus. 3 Sprungaktivitäten mit einer 2-Sterne-Wertung. Okay.
erstmal die Geschichte. Und noch ein bisschen Farbe. Machen wir doch mal was anderes. Wenn ich davon irgendwas unterstützen würde. Cool wäre es ja auch, wenn wir hier so ein bisschen das Ereignis-Ding entwerfen können. Aber vielleicht stelle ich einfach zu viele Ansprüche. Whatever. Ich glaube, da findet man nichts. Aber hier an die Seite können wir was machen. Wenn es nicht ganz so langweilig ist. Ja. Oh, ein Blümchen. Mensch. Ja, herrlich. Das schaut ja echt putzig aus. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber das machen wir jetzt hin. Kann man das nicht noch drehen? Drehen. So. Okay. So, wieso ist Dach eigentlich gleichzeitig Motorhaube? Müssen wir mal einen erklären. So, was soll das heißen? Relax oder was weiß ich. Speed, okay, das kann man erkennen. Boah, ich bin echt kein Freund von so Sticker-Bomb und hast du nicht gesehen. Okay, lass mal das jetzt, sonst dauert es zu lang. Speichern. Zack. Und dann gehen wir wieder nach draußen. So schaut das Ganze jetzt aus.
Ja, mein Gott, die Felgen. Die kosten mich aber auch wieder Geld, was wir gerade nicht haben. So weit, so gut. Und in der nächsten Folge, dann kümmern wir uns um den Tanz auf der Rasierklinge. Sprintrennen. Ah, das wird interessant. Bis dahin.